Hallöchen zusammen hier in Amerika. Ich bin hier gerade am Grubbern mit dem T9, ne? Kennen wir ja. Der sieht ein bisschen aus, wie links hier so ein Rakete ist. So ein Panzer. Aber er ist gut, ne? Hat Kraft wie Sau. Das ist hier die America Map, wo ich angefangen habe, weil ich mir gedacht habe, ey, wir haben so schöne große Gerätemaschinen, warum nicht eine America Map? Und konventieren ist natürlich ein bisschen scheiße, ja. Weil, ja, langweilig ist. Die Maps kennen wir ja schon. Und deshalb neue Map, America Map. Das ist mein Trailer, wo ich gebaut habe. Für die großen Mähdrescher. Weil hier braucht man schon große Maschinen, wo man dann auch, oder Tieflader, ne? Wo man dann auch schnell mal einen Mähdrescher von A nach B fahren kann, weil es ja hier ein bisschen dauert, von A nach B zu kommen. Man kann das hier mit der PDA gucken. Es ist nur, man sieht es gar nicht richtig, ne? Es ist wirklich nicht so groß, ne? Würde man sagen, ein Viertel von der Map jetzt schon. Und man hat jetzt schon genug zu tun mit vier Feldern. Das wird Spaß werden, ja. Helferfreundlich sind sie nicht unbedingt. Ja, weil, ja, sonst haben wir hier ein bisschen zu viel Platz vergeudet, würde ich mal sagen. Weil es ja dann nicht mehr so schön aussieht, ja. So, wir machen das hier noch ein bisschen fertig. Die anderen sind hier am Arbeiten. Da hinten der Drescher ist noch dran, da hinten ist noch eine Sämaschine dran. Hier müssen wir noch düngen, glaube ich. Ja, ich glaube schon, oder? Ja, doch, ich glaube es. Und dann gehen wir dann rüber. Gucken. Oh, da hinten ist noch eine Balle, habe ich vergessen. Zum Hof müssen wir auch noch fahren. Ja, wir haben ja einiges zu tun hier. Ja, ich muss ja die Maps testen, bevor ich die weiterbaue. Da kommt dann immer noch was in den Sinn. Wenn man die Maps spielt, während des Bauens sozusagen. Ja, immer so Abschnitte macht. Muss man halt neu anfangen, wenn man was geändert hat. Aber ich denke so, vom Fahren her ist das alles okay hier, ne? Also, warte mal hier mal mit dem. Switchen wir hier in den, na, wo ist er denn hier? Da. Der LKW, ne? Wunderbar hier zum Abfahren. Er ist schnell. Und, ja, mit dem Träger ist es natürlich ein bisschen langsamer. Ich hoffe, hier oben kann er drehen. Na, gibt ja immer wieder mal so Hügel in Amerika. Und deshalb hier so ein, ja, halt, ist eher so ein Sichtschutz, weil die, dass man die Clipdistanz runterschalten kann. Macht man einfach mal so einen Berg oder einen Hügel, dann sieht man die Häuser nicht und dann lag es auch nicht so. So, wir fahren jetzt aber nicht in den Bestand, wir fahren jetzt nur hier hin. Na, wir können auch reinsitzen. Finde ich immer am schönsten hier, wenn wir so schöne Rückspiegel haben, passt das eigentlich ganz gut. Und ich habe jetzt eine neue Tastatur, ja? Ich habe mir eine Tastatur gekauft von Rocket, ne? Das ist die ISQ-Tastatur. Ein geiles Ding, leuchtet schön, ne? Ich wollte eigentlich nur eine beleuchtete Tastatur haben, aber hier für 70 Euro ist das kein Problem. So, Hurricane, hier ist noch scheiße, dass man hier die Rückspiegel blicken am Boden runter und man sieht gar nicht, wo jetzt der mit dem Röhrchen ist da. So, ich denke, das geht okay. Hier haben wir den hier. Na, hier waren wir auf dem Hof. Na, ich habe mir jetzt den Big X 500 runtergeladen. Das ist der momentan bei Modehoster, wo ganz oben ist, der eigentlich schön aussieht. Vom Bild her, wo ausgeklappt ist, den würde ich nehmen, denn der hat nämlich auch eine Schwadablage und der andere hat keine Schwadablage. Was mir hier ein bisschen aufgefallen ist, ist hier der Schutz hier hat, der liegt einfach in der Luft so, ne? Da fehlt halt ein bisschen noch, aber ansonsten muss er funktionieren und das ist okay, das ist alles scheißegal. So, wir sind hier auf dem Hof. Na, auf dem American Hof. Der ist riesengroß eigentlich. Man hat da rechts vorne ist der Eingang. Man, ich habe keinen Platz hier.
Da ist der Eingang. Na, ich habe ja extra hier die Standardhäuser von der Westbridge genommen, weil die passen wunderbar hier rein, ne? Und den Stall hier, na, ist zwar nicht der Burner, ne? Der absolute Burner. Aber ich denke, das passt eigentlich auch gut hier nach Amerika. Hier haben wir eine Texturfehler. Ha, scheiß die Wand an, ne? Na, ich habe irgendwie Probleme mit meinem Studio. Der macht hier so Mist, ne? Der macht richtig Mist hier. Hier haben wir noch eine kleine Waage hier auf dem Hof, dass man auch gucken kann, wie viel Getreide man abgeleert hat, sozusagen, ne? So, hier sind die Kühe, na, typisch Amerika, und da haben wir auch Probleme hier, die bewegen sich nicht alle. Na, ich weiß nicht, was Shines hier für ihre Fehler hat, aber das wird dann wahrscheinlich beim nächsten Patch korrigiert. So, typisch amerikanisch hier auch wieder die Zäune, na, wo man dann hier mit dem LKW hinfahren kann und die Kühe verladen kann oder halt dann in den Stall rein dirigieren kann. Und hier sind natürlich dann wieder die einzelnen Boxen, wo man die Kühe dann sortiert, zum Beispiel beim Schlachter, ja, dass man hier die weiß der Scheiß nicht, was hier macht. Aber sonst ziemlich große Wiese, es geht bis zum Shop hinten da hinten. Das geht ziemlich weit, ne? So, man hat hier viel Platz. Hier hinten ist noch am Arbeiten, ne? Der Tun war. Hat dann angefangen, den Zaun hier ran zu machen. Das kommt dann hier rüber zum alten Stall. Und hier sind die Schafe. Ich will hier noch Pferde reinmachen, irgendwie, wa? Ne? Amerika braucht einfach Pferde. Nein, für die Cowboys. Hier will ich eigentlich die Pferde reinmachen. Muss ich noch suchen. Irgendwo gibt es schon Pferde. Und hier sind die Schafe, ne? Die Schafe. Auch wieder hier mit dem Verladeprinzip, ne? So, ja, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Hier habe ich mal so alle Blechhallen gemacht für die Ballen. Na, hier kann man Stroh reinmachen, da Gras, da hinten Silageballen oder so. Na, hier ein riesen Misthaufen. Ein wirklich großer Misthaufen. Na, wo man auch viel Platz hat für den Mist, für den Scheißmist. So, da hinten sind ja die Silos, ne? Getreide ablehnen. Jo, gehen wir weiter. Hier haben wir einen Dungen. Der andere hat sich da festgefahren. Müssen wir schnell helfen hier. Der ist ja noch nicht so gescheit geworden. Sondern hat immer noch hier. Aber wir sind ja jetzt hier. Da hinten ist ja der Hof, ne? Und hier ist die große Wiese. Es ist nicht alles grün hier. Sondern da wurde unterwässert, ne? Da wurden Kanäle eingelegt in den Boden. Oh, falsch. Und deshalb sind diese Felder oder diese Teilabschnitte auch grün, weil unterirdisch dann das verlegt wurde. So, jetzt kannst du hier mal weitersehen. Ich hoffe, du kriegst das nachher hin, dass das hier geht. Da hinten kann man einfach Gras mähen. Es gibt hier so Stellen, hier zwei Stück. Der andere ist beim Hof, den kann man nicht mähen. Und das andere Stück ist da hinten. Ja, da sieht man nicht. Da fahren wir gleich hin. Wir haben ja ein bisschen Zeit jetzt. Die Helfer machen ja alles. Ui, sehe nichts. So, hier muss noch die Maus umstellen. Ich habe jetzt auch eine Maus, eine Gamer-Maus geholt. Hab gedacht, so jetzt, wenn dann, dann machen wir es richtig. Da haben wir noch so eine, das ist von Troostmaster. Nicht von Troostmaster, sondern Troost, ne? Troost. Eine beleuchtete Maus, kann man auch die Geschwindigkeit einstellen. Wenn ich das ausmache, ist es langsam. Kann ich schon vier Farben einstellen. Jo. Hier sind wir da. Habe ich was probiert, ja. Mit dem. Hier ist ja der Bahnhof. Die Stadt. Na, können wir auch schnell gucken gehen. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Na, die rückspiegeln, das ist so geil hier. Na, einfach mal hier so ein Fehler hier, ne? Naja. So, hier geht es dann noch weiter mit dem Bahnschwelle, ja. Hier sind die Öltanks, Ölförderanlagen. Ich will eigentlich so einen platzierbar machen, wo man dann auch Geld verdienen kann. Da kann man sich so sein eigenes Öl tanken. Und dann kriegt man auch Geld. Das wäre eine geile Idee. Versuche ich dann noch, ob das Ganze funktioniert. Auch die Bewegung und so müsste theoretisch funktionieren. So, hier Feuerwehr und Gemeinderatshaus, ne? Von Toon Valley oder was. Keine Ahnung, wie das so heißen soll. Du kannst auch mal abfahren hier.
Wir gehen mit dem LKW jetzt. Da hinten haben wir gegrobt vorher. Jetzt sind wir hier. Also sind eigentlich schon groß, ne? Das ist eigentlich ein kleineres Feld, von, wenn man das so anguckt. Aber du hast natürlich, kannst du hier Kohle machen bis ohne Ende, ne? So, jetzt fahren wir hier in die Kleine. Da hinten ist die Stadt, wo wir vorhin gewesen sind. Beim Ratshaus, Feuerwehr. Und hier oben ist noch eine Wiese, ne? So ein, ja, ein Gelände. So, hier hat man auch wieder Gras. Ist aufgeteilt in zwei Bereiche hier. Na, man muss ja nicht hier alles so groß haben. Ist aber arschgroß hier zum Grasmähen. Da kann man natürlich auch Silage machen. Und hier drüben ist ein kleineres. Eine kleinere Wiese, ne? So, um hier Holz zu ernten, muss man natürlich hier ein bisschen sich überlegen, wie man das macht. Weil hier die Zäune müssen ja bleiben hier, ne? Sonst gehen ja die Kühe ab. Man muss natürlich gucken, ja, wie man das macht, ne? Wenn man hier natürlich die Bäume so schräg sägt, dann rollen die automatisch runter und da kann man den Crown dann über diesen Zaun hier weiter drüber nehmen und dann geht das auch, ne? Müsste gehen. Na, ansonsten müsste man mit dem Ponzer kommt es eh nicht rauf hier. Der hat ja keinen Zupf, der Ponzer, ja? Keine Kraft hier. So, ich wollte ja mal wissen, was ich für Mods hier drauf habe. Ja, was hab ich denn für Mods drauf? Na, ich habe nicht viele Mods. Ne, nein, habe ich nicht. Ich habe zum Beispiel den Vent, den habe ich ein bisschen bearbeiten müssen, ne? Den Johnny, der ist auch kacke. Den Lamborghini, ne? Und den Volvo habe ich noch nicht getestet. Und hier so, der ist auch blöd. Den habe ich konventiert. Meerkat wollte ein Ding haben. Hier mein Gruber, dann Gewichte. Mein Gewicht, mein 2-Tonnen Gewicht. Nicht meins. Sämaschinen, wo haben wir hier? Die habe ich auch bearbeitet, dass sie grubbt, ne? Die Sämaschine grubbt jetzt zusammen mit dem und zählt. Na, so einfach ist das. Das ist mein Anhänger, bla bla, wo man Dings machen kann. Na, hier ist alles noch so testmäßig hier. Und hier noch die Hänger, ja, der ist auch nicht, ja, bei mir funktioniert es einfach nicht. Dann haben wir hier noch die Tieflader, hier das vom Hakenlift. Kärcher. Der Kärcher. Habe ich, glaube ich, irgendwas gemacht mit dem. Keine Ahnung was, aber irgendwas habe ich gemacht mit dem. Und der Tieflader natürlich ohne Bild. Mähdrescher haben wir den Krone, achso, Mähdrescher, okay. Güllewagen. Anhänger Trippers. Hier La Fortuna. Dann haben wir hier noch den Hakenlift, ne? Und dann hier mal eine Kaweco. Um ein bisschen dann später, wenn wir dann LPD machen, dann wieder richtig loslegen können. Hier mein Ballenanhänger, kleinen Ballenanhänger. Hier Ballengabel. Die muss man noch fertig machen. Deshalb kommt die auch noch nicht, ja? Die muss man erst fertig machen. Die glänzt mir noch zu wenig, ja? Farming Tool, keine Ahnung. Das ist der Ballenwagen wahrscheinlich, ne? Der große LKW. Häckselgigant. Ist auch noch kein Bild. Der Heckhäcksler. Dann hier den Tunover Ballerwagen, den brauche ich gar nicht. Weil es hält ja. Ne? Weil es hält. Ja, weil es einfach hält. Es hält halt. So, und hier rüber. Und dann hier warten und switchen. Gucken, ob alles so läuft, wie sollte. Hier funktioniert alles hier. Tipptopp hier. Arbeitet alles. Da hinten sind die BG, ja, habe ich schon mal so zum Testen reingeschmissen. Ich wollte ja gestern noch mit den Zockerfreunden hier ein bisschen spielen, aber da war keine Sau da. Da haben wir Battlefield gezockt. Hier haben wir ein bisschen ein Wässerchen. Ne? Deshalb ist ja hier auch alles grün, weil hier alles so noch bewässert ist. Und das wird dann alles hier so mit Schläuchen hier unter dem Boden reingezogen. Dass man, eigentlich tut man ja das so, na, wie sagt man denn, ja, trocknen, ja, trockenlegen, ne, wenn man ein Sumpfgebiet hat, macht man so Röhren rein, dass das Wasser abgeht, und hier ist es genau umgekehrt, hier tut man das Feld bewässern, so unterirdisch bewässern, das müsste halt theoretisch in echt auch funktionieren. Aber so, dass man einen Grund hat, dass es hier auch, ein bisschen anders aussieht, ja. Wir fahren jetzt hier mal right, ne? Rechts runter. Und hier ist mal richtig geil, da kannst du wirklich mit den großen Sachen rumfahren.
macht natürlich schon auch Spaß hier. Und hier haben wir den Diner. Und hier sind einfach so Häuser. Da ist nichts Besonderes, einfach mal so. Ja. Hier ist ein Briefkasten umgefallen. Hier sind wir schon wieder unten. Beim Rathaus. Die Straßen, das ist keine Straßen, ist kein Straßenpack, sondern ich habe einfach die Asphalttextur geändert. Und dann hier noch eine gelbe Linie gemacht. Und dann einfach die gelbe Linie auf dem Boden gemacht. Das erschien mir dann schon ein bisschen logischer. Anstatt, dass ich hier noch Straßen reinbaue. So, jetzt fahren wir mal zum Hoch. Ich kann irgendwie nicht mehr reden, ne? Irgendwie kann ich nicht mehr reden. Ist der fertig da oben? Ne, der arbeitet noch. Der mit der Sämaschine dreht auch wunderbar. Das muss man alles überprüfen, ne? Das muss man immer gucken, ob alles läuft. Die Tankstelle ist auch okay. Hier ist einfach ein bisschen das Problem, dass man ganz oben ein bisschen Probleme hat beim Drehen. Also der Helfer jetzt. Da muss man halt oben zuerst quergruppen und dann soll es gehen. Hier sind wir schon am gleichen Ort, wo der See, ne? Und dann hier unser Hof. Dass wir dann hier schön reinfahren. Schön blinken hier. Dann fahren wir den hier schon mal rein hier. Beim Bernabéu müssen wir gar nicht gucken gehen. Da ist noch alles Baustelle. Aber hier, ich denke so, das ist wirklich typisch Amerika. Ich denke, das kann man so lassen. Und hier hinten, hui. Hier hinten haben wir das Silo, ne? Abkippen. Oh, muss ich noch machen? Na, also abkippen kann man schon, der Trigger ist da, aber da fehlt noch der Boden. Hier, die Waage funktioniert, alles okay. Die Kühe bewegen sich irgendwie nicht so ganz, oder nicht alle. Das ist aber nicht mein Problem. Eine Kuh bewegt sich. Mehr kann ich da auch nicht machen. Ich bin hier nicht der Programmierer vom Spiel, sondern nur ein Mapper. Ne? Mapper. So. Wir haben heute ein bisschen überzogen, ja? Das geht so nicht. So, aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt noch ein bisschen hier gruppen. Ein bisschen weiterbauen dann noch später. Aber ich denke, das funktioniert alles hier. Sieht schön aus irgendwie, ne? Und hier gibt es natürlich wirklich nur grüne Felder. Oder Wiesen, ne? Nicht Felder, grüne Felder. Ja gut, grüne Felder, stimmt. So, vielen Dank fürs Zuschauen, ja? Tschüss.